Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über das deutsche Wort Muskelkater. Ja, Muskelkater. Was Muskel bedeutet, kannst du dir jetzt wahrscheinlich denken. Ja, ich mache ja die Geste. Ja, das ist mein Muskel. Ja, das ist mein Muskel. Ja, wir haben viele Muskeln überall im Körper. Und was bedeutet Kater? Ein Kater ist eine männliche Katze. Wenn wir Katze sagen, dann meinen wir meistens alle Katzen, aber technisch ist eine Katze ein weibliches Tier. Ja? Und Kater ist die männliche Version. Ja? Eine Katze ist eigentlich eine weibliche Katze und ein Kater ist eine männliche Katze. Ja? Wenn wir ganz genau sein wollen, dann sagen wir Kater, wenn wir das männliche Tier meinen. Aber wie gesagt, man kann eigentlich auch zu allen Katzen Katze sagen. Ja? Also ein Kater ist eine männliche Katze. Und was ist nun ein Muskelkater? Ist das ein besonders starker Kater? Ist das ein Kater mit vielen Muskeln? Nein, es ist etwas ganz anderes und etwas, das man eigentlich gar nicht haben möchte. Ein Muskelkater bedeutet, wenn ich einen Muskelkater habe, dann tun meine Muskeln weh. Ja? Wenn ich einen Muskelkater habe, dann habe ich Schmerzen in den Muskeln. Ja? Dann tun mir die Muskeln weh. Dann sage ich, alles tut weh. Ich habe gestern zu viel Sport gemacht und jetzt tun meine Muskeln weh. Ne? Genau das passiert nämlich, wenn man zu viel Sport macht, beziehungsweise nicht richtig Sport macht, ja, dann hat man am nächsten Tag Muskelkater. Ja, wenn du etwas sehr, sehr Anstrengendes gemacht hast, dann hast du am nächsten Tag Muskelkater. Ja, du hast zum Beispiel eine lange Wanderung unternommen oder du hast einen Kumpel beim Umziehen geholfen, ja, du hast zum Beispiel schwere Kisten getragen, dann hast du am nächsten Tag Muskelkater und deine Muskeln tun weh. Ja, warum man es nun im Deutschen Muskelkater nennt, das weiß niemand, aber jetzt hast du eine neue Vokabel gelernt. Der Muskelkater. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.